und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute Montag, ich glaube den 21.03. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Und heute Morgen fahre ich jetzt oder fahren wir wieder mit zwei Tiefladern erstmal an die A6, Kaiserslautern, Einsiedlerhof. Dort steht ein R936. Ein lieber R936 Kettenbagger, den lade ich auf. Mein Kollege lädt Werkzeug und einen Materialcontainer und ich fahre dann weiter nach Mutterstadt rüber, dahin, wo der Schlauch geplatzt ist. Alles gut. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und haut rein. Rechts müssen wir hin. Bagger ist ein R936, Liebherr R936. Hängt jetzt noch schnell zusammen, habe ich schon erwähnt. Und dann geht's weiter. Vielleicht draußen sieht man gar nichts.
Service rein und raus. Gucken wir mal hier abladen. Wahrscheinlich hier wieder, ne? Die Liebe ist auch schon da, die Werkstatt. Dran bin ich mal gespannt. Bestimmt heißt, kannst du Bagger wieder mitnehmen. Geh mal kurz raus. Bis gleich. So, also den Bagger nehme ich wieder mit. Gucken, wie ich hier rauskomme. Kurz zurückfahren. Der Bagger hier wird in gut einer halben Stunde wieder einsatzfähig sein. Gucken, ob ich an der Container vorbeikomme. Aber das sieht mir nicht so aus. Ein bisschen zaubern, ne? Abgeladen, war eben gerade tanken. Jetzt fahre ich rüber nach Wartenberg-Rohrbach und lade dort einen Liebherr R926 Kompakt. Das ist kein Bagger von unseren, das ist für einen Kunden. Und der geht dann hoch nach Zweibrücken. Für mich, ne? Noch 2,7 Kilometer, so. Kommt doch Freude auf. Ich habe eben in Kaiserslautern gute 2
eineinhalb Stunden gewartet, weil der Bagger muss ja unbedingt heute noch geladen werden. Nehme ich jetzt mit nach Hause. Wahrscheinlich nach Dreisen. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück am Dienstag. Wir haben 6 Uhr. Ich habe ja immer noch den Radbagger geladen, den ich gestern Abend in Kaiserslautern geholt habe. Und der geht heute Morgen nach Dreisen rüber. Spaß beim Zusehen. Und bis später. So. Echt total vergessen. Oh, Entschuldigung, zu filmen. Naja, es ist jetzt seit 5 vor 7. Ich bin leer. Fahre ich wieder nach Hause, Sattel dort um, hänge den Vierachser drauf und dann fahre ich wieder, wie schon gesagt, rüber nach Mülheim ins Zementwerk und lade dort einen Brecher, der geht nach Wiesbaden. Ja, schon der Brecher.
wir das anhängen, habe ich keinerlei Hilfsmittel. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Ich gucke einfach, dass die Flucht von der Bordwand vom Schwanenhals mit der Kante vom Tieflader hinten passt. Und die rot-weißen Schilder sind genauso breit wie mein Tiefbett. Das ist der einzigste Anhaltspunkt, den man hat, wenn man das Tiefbett zusammenhängt. Ich habe schon gesehen, das ist eben ist es reingerutscht. Wie gesagt, ich gucke einfach, dass die Flucht von dieser Kante hier mit dieser Kante vom Tieflader hin, dass das einfach passt. So, zusammengehängt ist soweit. Ich zeige das jetzt mal hier von dieser Seite. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier ist die Verriegelung. Die hat man auf beiden Seiten. Die zieht man einfach auf. So, dass die dann im 90-Grad-Winkel zum Bett nach außen steht. Muss man aufpassen. Da ist eine Feder drin. Das kann wehtun. Auf der anderen Seite dasselbe. Hinten und der Bremse ist noch zu, da noch keine Luftleitung dran ist. Okay, noch schnell etwas sauber. So. Wenn ich die Kamera hier hinstelle, hoffe, die bleibt stehen.
Scheiße, ey. So, dann mal die Pulsen zu, drüben an der anderen Seite auch noch. Dann habe ich meine Handschuhe hier. Schöne Scheiße hier. Wenn es nicht läuft, wie es laufen soll. Achtung, laut. Und den hier auch noch zu. Am Mittwochmorgen. Seht ihr vor mir, steht der Traktor. 6.47 Uhr haben wir es jetzt. Den habe ich hier im Hof abgeladen. Der muss ja in die Werkstatt. Und habe dann gleich einen A29 Mobilbagge geladen. Und den bringe ich jetzt nach Kaiserslautern. Zur Baustelle eines wohl wahrscheinlich weltweit größten Versandhauses. Der in Kaiserslautern gerade neu baut oder gebaut hat oder am Bauen ist halt. Genau deshalb mache ich hier beide Bahnen zu. Ich muss an meiner Fernbedienung die Batterie tauschen. So viel steht sicher.
Wesentliche steht fest. Ich kann mal gucken, ob unser Elektriker da ist. Da kann man meine Lichter machen hin. Meine Steckdosen sind beide durchgefault. Das wäre mal eine Option. Da rufe ich gleich mal unseren Werkstattmeister an. Das werde ich machen. Falls ich heute nichts mehr Großartiges zu fahren habe, dann beende ich diese Folge hier. Es ist eh Mittwoch. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wie immer, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und den ganzen Rest wisst ihr ja. Däumchen und Abo und so weiter. Und wollte mich auch noch bedanken bei all denen, die mir mit, sag mal, Rat und Tat zur Seite stehen. Auch bei den ganzen Abos, bei den ganzen Abonnenten. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wird dann wahrscheinlich von zu Hause vom Hof aus weitergehen.